Willkommen an diesem ereignisreichen Wahlsonntag. Ein Willkommen auch an unsere Gäste hier im Studio. Ich schlage vor, wir reden zuerst einzeln über dieses Ergebnis in Oberösterreich, bevor wir dann über die Auswirkungen für die Wien-Wahl in knapp 14 Tagen und für die Nachfolgen oder für die Wirkungen auf Bundesebene auch diskutieren. Und wir haben dazu knapp 25 Minuten Zeit, wenn wir uns vorab darauf einigen können, dass wir das Danke an die Wählerinnen und Wähler diesen Stehsatz weglassen, gewinnen wir einiges an Zeit dazu. Ich werte das im Rundblick als stillschweigendes Einverständnis und beginne meine erste Frage an Reinhold Lobatka, Klubobmann der ÖVP. Eine Zeit lang war es sogar spannend, ob die ÖVP Platz 1 halten kann. Minus 10 Prozentpunkte Verlust. Was haben Sie sich als erstes gedacht, als Sie dieses Ergebnis, diese Hochrechnung gesehen haben? Ein bitteres Ergebnis, wenn man weiß, was Landeshauptmann Püringer mit seiner Mannschaft für Oberösterreich in den letzten 6 Jahren geleistet hat. Aber es war zwar eine Landtagswahl, aber es waren nicht landespolitische Themen entscheidend. Sie sprechen es an. War es das Flüchtlingsthema allein, das da den Ausschlag gegeben hat? War es ausschließlich die Ereignisse, die wir da an der Grenze jetzt erleben? Wenn das stimmt, was ich vorher gehört habe, dass 8 von 10 FPÖ-Wählern das als das Motiv gesehen haben, dann war diesmal das Flüchtlingsthema ein Thema, das eine Bedeutung hatte, wie eigentlich niemals zuvor ein Thema bei einer Wahl in Österreich. Dann muss ich im Umkehrschluss die Frage stellen, hat dann die Performance der Bundesregierung, die Darbietung, die politische der Bundesregierung, dem oberösterreichischen Landeshauptmann die Wahl verhagelt? Wir müssen als Bundesregierung schon darüber nachdenken, vor allem auch in der Kommunikation, was wir hier verbessern können. Ich kann ja nicht sagen, es ist heute nichts passiert, wenn wir eine solche Ohrfeige bekommen. Und das war eine schallende Ohrfeige. Hier müssen wir ganz klar auch als ÖVP den Kurs, den Bundesparteiobmann Mitterlehner vorgestellt hat, aber erst kurz jetzt vor der Wahl gemeinsam mit dem Außenminister und mit der Innenministerin ganz klar auch den Wählern kommunizieren. Asyl nur für jene, die aus Kriegsgebieten kommen, die politisch verfolgt sind, aber nicht für Wirtschaftsflüchtlinge. Also Sie übernehmen als Bundespolitiker einen Teil der Verantwortung für dieses Ergebnis in Oberösterreich. Muss man. Wie wird es jetzt weitergehen in Oberösterreich? Kommt Schwarz-Blau? Schauen Sie, der Herr Landeshauptmann wird jetzt, und er ist ja eindeutig Erster geworden, bei den Möglichkeiten, die er hat, jene wählen, wo er glaubt, dass er für Oberösterreich die beste Arbeit leisten kann. Ich schließe niemanden von vornherein aus, aber es ist ausschließlich Sache von Landeshauptmann Püringer, mit wem er hier in den nächsten Jahren regieren wird. Er hat alle Möglichkeiten. Als Zweiter durchs Ziel gegangen ist in Oberösterreich die FPÖ. Ich begrüße im Studio Norbert Hofer. Heinz-Christian Strache ist, wie wir gesehen haben, in Linz. Sie sind stellvertretender Parteiobmann auf Bundesebene. Ihnen muss ich die Flüchtlingsfrage umgekehrt stellen als dem Herrn Lobatka. Glauben Sie, wenn das Thema nicht so dominant gewesen wäre, hätte die FPÖ dann ein ähnlich gutes Ergebnis erzielt aus Ihrer Sicht? Also ganz einfach ist es nicht. Das haben die Freunde in Oberösterreich schon vor diesem großen Problem hervorragende Umfragewerte gehabt. Dr. Heinbuchen ist seit Jahren Regierungsmitglied, leistet gute Arbeit. Und das Vertrauen der Wähler ist bei ihm eindeutig schon auch davor gegeben gewesen. Natürlich ist es so, dass jetzt in dieser Situation, wo Österreich in ein Riesenproblem hineinschlittert, die Sorge bei den Menschen ganz, ganz besonders groß. Und da gibt es eben die Hoffnung, dass eine Partei, die ganz klar in ihrer Politik den Menschen in Österreich den Vorzug gibt, dass diese Partei gestärkt werden muss. Das war vielen, vielen Wählern klar und das ist auch passiert. Und es gibt jetzt ganz große Erwartungshaltung. Und ich sage auch, dass ein gutes Ergebnis immer auch zu Demut führen muss und zum Bewusstsein, dass man auch Verantwortung hat, wenn man ein gutes Ergebnis hat. Und ich bin davon überzeugt, dass Dr. Heinbuchner mit seinen Freunden Verantwortung im Land übernehmen wird. Da möchte ich einhaken. Heißt das Regierungsverantwortung übernehmen oder mit Stimmenzuwächsen in Opposition bleiben? Ja, Sie wissen ja, dass es ein Proporzsystem gibt in Oberösterreich. Das heißt, die FPÖ ist automatisch sehr, sehr stark in der Regierung vertreten. Und aber die Mehrheit im Landtag wird und wurde bisher durch eine schwarz-grüne Koalition gebildet. Soll es da in Zukunft jetzt schwarz-blau geben? Die ist abgewählt worden, hat keine Mehrheit mehr. Es gibt jetzt andere Mehrheiten und wir sind offen für Gespräche und werden unsere Sachinhalte dort einbringen. Der Herr Lobatka hat sich das sicher jetzt notiert, dass da Gesprächsoffenheit besteht. Ich komme zum Drittplatzierten bei dieser Wahl in Oberösterreich, Herr Schieder. Was sagen Sie zu diesen Verlusten und zum Absturz auf Platz 3? Es ist ein schlechtes, nicht einmal denkbar, sondern wirklich noch schlechter, als wir es erwartet haben, Ergebnis auch für die Sozialdemokratie in Oberösterreich. Vor allem, weil ich glaube, dass die Sozialdemokratie in Oberösterreich, das ein Industrieland ist, auch in der Vergangenheit
viele gute Arbeit geleistet hat, gerade was Industriestandort, Arbeitsplatz, die soziale Frage betrifft, geleistet hat. Es ist aber das Ergebnis so, wie es ist, und jetzt wird man auch im Detail die Ergebnisse noch abwarten und analysieren, was ist im Detail hier los gewesen und wo hat die Sozialdemokratie besser und schlechter abgeschlossen. Wenn man jetzt 12 Jahre, ist eine lange Zeit, aber wenn man jetzt 12 Jahre zurückschaut, dann hat die SP unter dem damaligen Parteichef Erich Haider nach der Mehrheit gegriffen und es war spannend, ob die SPÖ erste Kraft in Oberösterreich wirkt. Wie ist so ein Absturz in dieser doch relativ kurzen Zeit erklärbar? Das kann ja nicht allein das Flüchtlingsthema gewesen sein. Nein, ich glaube, dass das Thema Flüchtlinge natürlich eine Rolle gespielt hat und vor allem die Verunsicherung, die über das Thema transportiert worden ist. Dass zweitens auch gerade die angespannte Situation am Arbeitsmarkt, wiewohl sie in Oberösterreich vergleichsweise zu anderen Bundesländern relativ gut gelegen ist, sicherlich auch eine Rolle gespielt hat. Und welche Vorkommen, wenn Sie einen 12-Jahres-Zeitraum betrachten wollen, dann muss man schon sehr ins Detail gehen, auch in den einzelnen Städten, Gemeinden und sich das anschauen. Das ist mir jetzt aus heutiger Sicht aus dem Ärmel schütteln, eine Analyse, auch das Thema zu ernst. Ich glaube, das muss man sich ganz gut anschauen, auch als SPÖ insgesamt, weil natürlich das schon ein Alarmruf ist. Was heißt das für die künftige Regierungsbildung in Oberösterreich? Ist das der Rat an die Genossen dort, sich in Opposition begeben und erneuern, oder soll man es anstreben, rein rechnerisch wäre es bisher möglich, in eine Koalition mit der ÖVP zu gehen? Der Rat ist, sich in die Opposition zu gehen und erneuern, ist ein bisschen schwierig, weil sie ja jetzt schon in der Opposition waren und gerade aufgrund dieses Proporzsystems man gleichzeitig an der Regierung mitarbeitet, aber nicht Teil der Regierungskoalition war. Das ist ein bisschen diese zwitterhafte Stellung in der oberösterreichischen Landesverfassung. Nein, ich glaube, man soll diese Verhandlungen und Gespräche mit aller Offenheit führen. Wenn was Gutes rausschaut, nämlich gut für die Arbeitnehmer in dem Land, gut für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich, wenn das gut zu bewerten ist aus Sicht der Sozialdemokraten, dann sollte man in eine Koalition gehen mit dem Landeshauptmann. Wenn da was nicht Gutes rauskommt, wird man nicht gehen. So also pragmatisch. Auch verhandeln, auch wenn das dann bei Abschluss vorausgesetzt alle als Koalition der Verlierer bezeichnet werden. Ich glaube, am Schluss geht es darum, dass eine Koalition eine Mehrheit im Landtag und in der Landesregierung hat, und das wird man sich anschauen. Ich begrüße die einzige Dame am Tisch, Eva Klawischnik von den Grünen. Ja. Frau Klawischnik, 1 Prozentpunkt dazugewonnen, derzeitiger Stand der Hochrechnung. Das ist irgendwie zum Weinen zu viel, zum Jubeln zu wenig. Die Grünen drohen, aus der Regierung zu kippen. Rechnerisch geht sich Schwarz-Grün derzeit nicht mehr aus. Ist das ein trauriger Tag für die Grünen in Oberösterreich? Ich meine, einerseits ist es schon auch ermutigend, dass dort, wo wir über lange Zeit auch regiert haben, dass es Zugewinne gibt, also dass wir wachsen. Der Trend ist in allen Gemeinden eigentlich positiv, nicht überwältigend, aber trotzdem, es ist ein Wachstum da. Und das ist jetzt seit 15 Wahlen eigentlich der Fall. Und das ist ermutigend. Wir haben uns ja sehr offensiv auch für einen Kurs der Menschlichkeit, der Weltoffenheit entschieden, haben nicht nur über oberösterreichische Themen noch kommuniziert, sondern haben das auch sehr offensiv auch in den Mittelpunkt gestellt. Wiewohl diese Wahl natürlich mit der alles überlagernden Thematik, wie geht man mit der Flüchtlingsfrage um, sicher keine Wahl über die oberösterreichische Landeszukunft war. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass auch jenseits jetzt von FPÖ auch eine Zusammenarbeit aller konstruktiven Kräfte, also der Vernunft vor allem für Oberösterreich, aber auch der Menschlichkeit, also mit Sicherheit auch angedacht werden sollte. Ist das der Vorschlag, eine Dreierkoalition zu bilden? Also ich würde das nicht von vornherein ausschließen, im Gegenteil, man sollte das durchdenken. Ich meine, Oberösterreich, die Menschen waren dort sehr zufrieden mit der schwarz-grünen Zusammenarbeit. Über 2 Drittel der Wählerinnen und Wähler haben gesagt, die arbeiten eigentlich gut. Also da merkt man irgendwie auch die Zwiespältigkeit, wie tut man mit so einem Thema, das einen verunsichert, wo man nicht weiß, wie geht das weiter. Also ich würde das offensiv auch andenken wollen, also jenseits auch von Spalten und Gesellschaft auseinanderdividieren, dass man hier auch eine konstruktive Zusammenarbeit aller anderen auch überdenkt. Das klingt ein bisschen auch so, wir wollen weiter mitregieren um jeden Preis. Also es ist jedenfalls Rudi Anschober weiterhin auch Landesrat. Er hat das aus eigener Kraft geschafft. Er ist in der Landesregierung in Oberösterreich eingezogen und wird dort auch mitarbeiten. Und aus meiner Sicht sollte er möglichst viel mitarbeiten können. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man sich das überlegen sollte, was sind wirklich die Projekte, die Oberösterreich braucht. Und Oberösterreich hat eine positive Wirtschaftsentwicklung, Budgetentwicklung gehabt in letzter Zeit. Und ich würde den Weg weitergehen wollen. Wie erklären Sie sich, dass aufgrund dieser Flüchtlingssituation, ich glaube, da stimmen alle am Tisch überein, dass das das beherrschende Thema war, dass da die Regierungsparteien verlieren, aber die einzige Oppositionspartei, die deshalb dazugewinnt, ist die FPÖ. Warum haben da die Grünen
nicht mehr. Wir haben als Regierungspartei in dem Sinn auch dazu gewonnen. Ja, wir sind seit 12 Jahren dort Regierungspartei. Aber bei weitem nicht bei weitem in dem Ausmaß. Ja, das ist absolut richtig. Aber trotzdem, also ich denke, es ist eine Frage der Grundsatzentscheidung, in welche Richtung soll sich Oberösterreich jetzt entwickeln. Und ich bin besorgt über diesen hohen Zuspruch. Ich weiß, was in Kärnten passiert ist. Ich weiß, was bei Schwarz-Blau im Bund passiert ist. Und ich frage mich manchmal, okay, das wird halt offensichtlich dann schnell ausgeblendet oder vergessen. Aber meine Frage war, warum haben die Grünen nicht Entwicklung gehabt, das für sich nutzen können oder dazugewinnen können? Natürlich kann es immer mehr sein, aber es ist ein positiver Trend über alle Gemeinden hinweg und das mittlerweile bei der 15. Wahl jetzt in Österreich. Matthias Strolz von den NEOS, ich erinnere mich, ich habe auch ins Archiv geschaut, am 31. Mai sind Sie auch hier im Studio gewesen nach der Wahl in der Steiermark und im Burgenland und da sind Sie nicht reingekommen und damals haben Sie gesagt, kann uns in Oberösterreich nicht passieren, da sind wir deutlich besser aufgestellt. Jetzt schaut es anders aus. Naja, es ist ein deutlich besseres Ergebnis im Vergleich zur Steiermark und zum Burgenland. Es ist natürlich eine Wahl im Ausnahmezustand. Ich glaube, das ist schon angeklungen. Bei normaler Themenlage wären wir wahrscheinlich drinnen. Es ist natürlich bitter, den Einzug so knapp zu verfehlen. Die Richtung stimmt. Es ist ein kleiner Schritt. Ich hätte mir den Schritt gern größer gewünscht für NEOS, ja. Aber das ist jetzt die dritte Wahl in Folge, bei der es die NEOS nicht geschafft haben. Haben Sie nicht die Angst, dass das eine Art Sog, eine Dynamik erzeugt, der im Letzten die NEOS auf eine Wiener Stadtpartei mit Bundespolitikvertretung reduziert? Nein, weil wir natürlich, wir sind eine Bewegung, die auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit angelegt ist. Man muss sehen, dass neben den drei Lagerparteien in den letzten 70 Jahren es nur die Grünen geschafft haben, in Oberösterreich zusätzlich in den Landtag zu kommen. Die Grünen haben 3 Anläufe gebraucht. Wir werden das beim zweiten Mal gut schaffen. Das heißt, wir wachsen im Vergleich zu den Grünen in ihren Anfangsjahren 3-mal schneller. Aber ja, da ist eine Geschichte unterwegs, die ist viel größer als nur auch die Gründung einer neuen Partei. Es zerfällt die Nachkriegsordnung Österreichs, wenn man so will. Das rot-schwarze Machtkartell, dem wir viel zu verdanken haben, auch über Jahrzehnte, ist heute nicht mehr fähig, dieses Land zu schultern. Und ich halte den Rechtspopulismus für kein stabiles Phänomen. Das heißt, wir arbeiten an einer tragfähigen Kraft, die hier die Erneuerung Österreichs so mit veranstalten kann. Und das ist ein mittellangfristiges Projekt. Und da ist wichtig, dass wir den Aufbau schaffen, von Schritt zu Schritt. Und manchmal ist ein kleinerer Schritt, manchmal ein größerer. Bei den Auftritten bei den NEOS, da war immer wieder von Bildungspolitik, von alte Zöpfe abschneiden und Wirtschaftspolitik die Rede. Glauben Sie, dass Sie thematisch da bei diesem Wahlkampf daneben gelegen sind, auf die falschen Themen gesetzt haben? Wir sind jedenfalls nicht durchgekommen mit unseren Themen, ja, muss man so sehen. Wobei wir sind eine Zentrumsbewegung, proeuropäisch. Wir haben in dieser Flüchtlingsfrage kein Angebot an die Angst, sondern wir haben sehr vernünftige, tragfähige, nachhaltige Antworten, wie man das lösen kann. Aber wir haben uns verboten, das Geschäft mit der Angst zu machen. Und wir haben keine Extremposition anzubieten in diesem Thema. Und damit kommt es schwer durch. Damit kommt es schwer durch, wenn noch dazu nicht in der Regierung bist. Und ja, wir gehen Schritt um Schritt. Also wir lassen uns nicht entmutigen. Damit sind wir mit der ersten Runde durch. Ich möchte noch der Gründlichkeit halber anfügen, eine Parlamentspartei sitzt nicht mit am Tisch, das Team Stronach. Das ist darauf zurückzuführen, dass die bei der Wahl in Oberösterreich nicht angetreten sind, also deshalb heute auch nicht mit dabei sind. Ich möchte jetzt einen anderen Themenkreis eröffnen, nämlich die Wien-Wahl. In 14 Tagen werden Sie in ähnlicher Runde wahrscheinlich wieder hier sitzen. Meine Frage an die beiden Herren links und rechts neben mir: Was können, was werden ÖVP und SPÖ tun, um diese Dynamik, die derzeit so deutlich Richtung FPÖ geht, zu ändern? Oder werden Sie in 14 Tagen hier wieder sitzen und erklären, warum es Stimmenverluste gegeben hat? Herr Schieder, bitte. Ich glaube, die Antwort auf Ihre Frage ist recht klar gebbar, nämlich wer Ergebnisse wie in Oberösterreich, wer ein Erstarken der FPÖ, so wie in Oberösterreich, verhindern will, muss in Wien Michael Häupl wählen. Das ist die Zuspitzung. Das war jetzt eine Wahlrede, keine. Nein, es war keine Wahlrede, Antwort, sondern es ist eine wirkliche Analyse und das ist die entscheidende Herausforderung. Wer das verhindern will, muss sich auch entscheiden. Es gibt eine Richtungsentscheidung für die Wiener Gemeinderatswahl, die bevorsteht. Und das liegt auf dem Tisch. Und ich glaube, da muss man jetzt auch klar sagen, da geht es nicht um Wahltaktik, da geht es nicht um Analyse, sondern geht es um eine fundamentale Richtungsentscheidung, welchen Kurs man für die Stadt auch in Zukunft will. Muss es inhaltliche Änderungen geben? Für die Sozialdemokratie? Nach diesem Ergebnis in Oberösterreich vor Wien?
Ich glaube, dass die Sozialdemokratie die Partei ist, die für die Schwächsten in dieser Gesellschaft steht. Und von dem werden wir uns nicht verabschieden. Ganz im Gegenteil. Wenn ich von einer Richtungsentscheidung spreche, dann ist das eben auch unsere Richtung, die das Eintreten für die Schwächsten in der Gesellschaft, so wie es bisher auch in Wien passiert ist. Ich reiche die Frage weiter an Herrn Lobatka. Werden wir in 14 Tagen wieder über Verluste reden, der Volkspartei? Ich gehe davon aus, dass in Wien eine völlig andere Situation ist. Wir wollen, dass Rot-Grün in Wien ein Ende hat. Wir werden das auch klar sagen. In der entscheidenden Frage, die bei diesen Wahlen entscheidend war und auch in Wien entscheidend sein wird, müssen wir noch einmal ganz klar unseren Asylplan auch kommunizieren. Was heißt Asyl nur für jene, die aus Kriegsgebieten kommen, die politisch verfolgt sind, aber nicht, die sich wirtschaftlich verbessern wollen. Das heißt, wir müssen ja ganz klar das sagen... Das richtet sich ein wenig Richtung FPÖ. Das ist unsere klare Positionierung, um dem auch entgegenzuwirken, was fälschlicherweise von der FPÖ immer wieder behauptet wird, dass ein Großteil Wirtschaftsflüchtlinge sind, die hier aufgenommen werden. Und das ganz klar zu sagen und auch die Sorgen und Ängste der Wiener Bevölkerung in diesem Zusammenhang sehr, sehr ernst zu nehmen. Herr Hofer, wie schaut Ihre Strategie aus? Zurücklehnen und warten, dass alles so bleibt, wie es ist? Natürlich nicht. Ich gebe dem Klubobmann Schieder in einem recht. Es wird eine Auseinandersetzung werden in Wien. Entscheidung Häupl oder Strache. Die anderen Parteien werden hier kaum eine wesentliche Rolle spielen. Mich wundert aber, dass die SPÖ sagt, wir verändern unsere Politik nicht nach diesem Tag heute. Die SPÖ ist vernichtet worden in Oberösterreich. Sie sagen, sie setzen sich für die Schwächsten ein. Das Pflegegeld hat 30% an Wert verloren. Das sind die Leute, die Unterstützung benötigen. Und sie werden sehen, dass auch in Wien in zwei Wochen, man sehen wird, es ist alles möglich, so wie heute alles möglich war. Und ich freue mich in zwei Wochen, vielleicht wieder hier zu sitzen und über das Wien-Ergebnis zu sprechen. Das wird sehr spannend. Es sind sich die anderen Parteien selten in was einig. In einem waren sie sich während dieses Wahlkampfs einig, nämlich in der Kritik an der FPÖ, dass da Töne angeschlagen worden sind im Wahlkampf, die als verhetzend, als angstschürend bezeichnet wurden. Ja, das ist immer das gleiche Argument. Ich damit muss machen sagen, Sie sich auch schwerer, dass, aber nach der Wahl womit zu regieren? Nein, ich bin ein Burgenländer. Ja. Ich habe auch mitgewirkt an dieser Koalition im Burgenland. Dieses Argument Hetze und fürchterlich und was da alles gesagt wird, das kommt doch immer wieder. Dr. Heimbuchner hat gerade einen besonders besonnenen Wahlkampf geführt. Er ist ein sehr verantwortungsvoller Politiker. Und man kann doch dieses Thema nicht ausblenden. Man kann nicht sagen, ja, es kommen jeden Tag 10.000, 15.000, 20.000 nach Österreich. Kritik, und das ist kein Thema. Ich muss es ansprechen und ich spreche es sachlich an. Ich bin auch dafür, dass Menschen geholfen wird, die in Not sind. Aber Österreich wird nicht jeden Tag 10.000 neue Menschen aufnehmen können. Das ist nicht möglich. Und das muss man auch sagen. Und ich habe gestern ein Schreiben bekommen vom Bundesasylamt an die Dienststellen, wo gesagt wird, in der Bundesbetreuung können keine Menschen mehr aufgenommen werden. Mir sagt gestern ein Polizist, er musste eine Familie mit einem Kind 8 Monate wieder auf die Straße setzen. Also wenn das human ist und wenn das der Weg ist, den wir gehen wollen, dann ist das sicherlich nicht der richtige Weg. Und gut, wir können nicht jeden in Österreich aufnehmen, der nach Österreich kommen will. Das wären 100.000. Ich möchte einen anderen Punkt aufgreifen, den Sie jetzt angesprochen haben. Und da möchte ich die Frau Klawischnik und den Herrn Stolz ansprechen. Die kleineren Parteien drohen auch in Wien durch diese Zuspitzung auf Rot-Blau unter die Räder zu kommen bei den Stimmen. Wie wollen Sie das verhindern, Frau Klawischnik? Ich erlaube mir nur eine kurze Anmerkung, was die Tonalität betrifft. Ich bin ganz bei Ihnen, dass man über diese Herausforderung auch wirklich in aller Vernunft und auch aller Tiefe auch diskutieren muss. Aber solche Begriffe wie Höhlenmenschen oder so zu Flüchtlingen hat es bei keiner anderen Partei gegeben, nur was die Tonalität betrifft. Ich glaube, das haben wir angesprochen. Ja. Darf ich auf die Frage zurückkommen? Auf die Frage gerne zurückkommen. Es ist eine vollkommen andere Situation als in Oberösterreich. In Wien hat Bürgermeister Häupl die SPÖ eine Zusammenarbeit mit der FPÖ ausgeschlossen. Das war in Oberösterreich ganz anders. In Oberösterreich war die Frage, ob tatsächlich eine schwarz-blaue Koalition sozusagen möglich ist. Das ist in Wien nicht der Fall. Die SPÖ wird mit Sicherheit vorne sein, genauso auch wie die ÖVP heute in Oberösterreich vorne ist. Also deswegen denke ich, dass sich viele Wählerinnen und Wähler tatsächlich auch für die inhaltliche Zukunft in Wien auch inhaltlich entscheiden können. Sie müssen sich nicht strategisch entscheiden. Die SPÖ wird mit Sicherheit vorne sein und den Bürgermeister stellen. Genauso wie in Oberösterreich die ÖVP jetzt vorne war, auch mit Verlusten. Aber sie stellen den Landeshauptmann. Und ich würde hier nicht verunsichern, weil dieses Match von 45% und 25%, also Sie werden es sehen. Darf ich den Herrn Stolz noch um seine Einschätzung bitten? Wie wollen die Neos
droht also, am Ende gar noch der Rausfall in Wien? Ja, nein, Inszenierung. Es ist eine Inszenierung hier und die muss man auch offenlegen, weil davon profitieren natürlich beide. Weder Häupl wird Bürgermeister sein, weil er nach den Verlusten auch Platz machen wird müssen. In der zweiten Reihe blitzt es ja blau durch, bei den Roten auch. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, auch eine Avos-Richtung FPÖ. Und eines ist klar festzuhalten. Strache wird nicht Bürgermeister. Dafür werden die Neos sorgen, weil es würde nur gehen in einer Dreierkoalition mit uns. Das machen wir nicht. Aber mir ist wichtig, wer Häupl wählt, der legt den Ball auf den Elfer für den Strache fürs nächste Mal. Weil wer sind die echten Strache-Macher? Das ist SP und das ÖVP. Das sind die Wähler. Das alte System. Deswegen warne ich vor taktischem Wählen. Sie sollen wählen, wen sie da gut halten. Fürs Mitdiskutieren. Unsere Zeit geht zu Ende. Ich habe noch eins gelernt aus dieser Diskussion, aus diesem ganzen Wahltag. Früher war immer zu hören, Landtagswahlen sind Landtagswahlen, haben nichts mit der Bundespolitik zu tun. Diesen Satz habe ich heute noch gar nie gehört. Der ist offensichtlich von den Ereignissen außer Kraft gesetzt worden. Bei uns geht es jetzt weiter mit der nächsten Hochrechnung um Punkt 6. Ich wünsche noch einen informativen Wahlabend.